Projekt, was wir jetzt jemals gemacht haben. Denn Leute, ich werde innerhalb von 30 Tagen jetzt versuchen, ein DJ zu werden. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe noch nie irgendwas in der Richtung gemacht. Ich habe ein bisschen mal über die Schulter geschaut. Aber ich werde versuchen, ein DJ zu werden, meine Freunde. Ich will auch Partys veranstalten. Ich will ja cool sein. Dafür habe ich mir auch schon was gekauft. Und zwar ein Anfängerpult. Das Ding hat jetzt schon 160 Euro, nee, war sogar mehr, 200 Euro gekostet. Das ist das Anfängerding, was nichts kostet. Die krassen Sachen kosten 10.000 Euro oder sogar noch mehr. Ich habe zwar keine Ahnung, wie ich irgendwie in den Club oder so kommen soll, aber ich fange jetzt einfach mal an. Ich übe jetzt einfach ab jetzt jeden Tag irgendwelche Sachen zu machen. Ich mache meine eigenen Mixe. Es wird wild. Es sind so viele Knöpfe, das ist wirklich unglaublich. Ich muss mich jetzt mal hier reinfinden irgendwie. Was soll ich hier, wo ist ja der Play-Knopf, Digga? Scheiße, ich funktioniert schon mit der, was nicht. Ich habe so ein geiles Programm gefunden, wo man einfach jede bekannte Person sprechen lassen kann, was man will. I am Barack Obama and this is the best remix. I am Barack Obama and this is the best remix I ever heard from Hey Moore. Das ist das Intro, das ist perfekt. I am Barack Obama from Hey Moritz. Danke dir, Barack Obama, für deine Nacht. Was denn noch mehr? Ich bin Angela Merkel und Hey Moritz macht den besten Mix. Angela ist auch noch für mich da, Dieter Bohlen auch. Selbst Dieter Bohlen findet den Hey Moritz mit einfach mega. Du hast mal eigene Remixe gemacht, Leute, es geht rund, Leute. Was passiert hier wieder? Warte mal, Airwaves in meinen Jeans, das ist mein Remix, das ist ja komplett falsch. Ich muss Helga in meinen Jeans. Airwaves in meinen Jeans, okay, der wird gelöscht. Freunde, wir haben ein kleines Problem und zwar, kein Club möchte mich. Ich habe noch nie irgendwo aufgelegt, ich habe noch nie irgendwas gemacht, ich habe ein paar angeschrieben und die meinten alle, nee, das wird nichts, Leute. Ich weiß nicht, ich glaube, wir werden scheitern. Deswegen, meine Freunde, ändern wir das heute, jetzt und hier. Wir machen nämlich unser eigenes Festival. Vor der Haustür ist nämlich heute ein Weinfest und da sollen über 2000 Leute kommen. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier einfach eine richtig fette Anlage auf meinen Balkon stellen, könnte es sein, dass wir vielleicht diese ganzen 2000 Leute zu unserem Festival machen. Ich habe mal geschaut, ich brauche so ein paar Sachen, ich brauche ein viel krasseres Pult, ich brauche eine viel krassere Anlage, wird richtig teuer. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einkaufen. So Leute, Moritz hat sich jetzt gefunden, wartet jetzt auf seinen Gegenstand. Da ist sie, Leute. Und so, ich bin mal wieder dafür. Verknechtet. Findest du mein neues DJ-Leben toll? Der König der Löwen. Der Stange muss helfen, ne? Laut, Digga. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben die Anlage, Leute. Der Geldbeutel ist tot. Ich glaube, beim ersten Aufzug steht nichts mehr im Weg. Wir haben dann die Anlage rausgestellt und es war unglaublich peinlich, weil keiner hat getanzt. Alle dachten so, was geht da ab? Das ist richtig unangenehm. Ja, war nicht so gut. Es standen wirklich alle einfach nur so rum und haben nicht drauf reagiert. Außer ein so ein Typ, ich glaube, der war auf Drogen. Wir haben dann die Musik ein bisschen angepasst und als es dunkler wurde, wurde es immer besser. Obwohl einfach auch so verzerrt ist, dass einfach nur, weil die Kamera damit nicht klarkommt. Es war einfach so laut. Es wurden dann immer mehr Leute. Hallo Deutschland! Und auf einmal war der ganze Platz voll. Ja, geil! Alter! Ja, die Zugabe gab's nicht, weil dann die Polizei kam. Und es hat viel zu gut funktioniert. Es war einfach nur geisteskrank. Es waren über 2000 Leute da. Wir haben das dann zum Glück nicht zu lange gemacht. Nach 22 Uhr war der Schluss. Die meinten, die kassieren die Anlage rein, wenn wir jetzt noch irgendwas abspielen. Die wären dann mit 4 Mann reingestimmt, hätten die Anlage geklaut. Aber meine Freunde, ich bin da süchtig geworden. Wir haben wahrscheinlich schon fast 3000 Euro ausgegeben. Der Geburtstag meiner kleinen Schwester steht an. Da werde ich auch nochmal auftreten. Und dafür brauchen wir noch mehr Sachen. Ich kaufe jetzt noch mehr. Ich werde noch mehr Geld ausgeben, wenn es wieder anders ist. Es geht alles. Es wird zu teuer, dieses Video, ne? Junge, ich glaube, wir werden am Ende bei 4.000, 5.000 Euro landen, Digga. Für dieses eine Video hier, Digga. Lasst ein Like und ein Abo da, Freunde. Und dieser Mann von diesem Laden hat mich so gut beraten, dass ich so viel gekauft habe. Obwohl, jetzt habe ich hier so ein Riesending. Junge, was haben wir hier wieder gemacht, Digga? Wie konnte das schon wieder ausarten? Ich wollte 2 Lichter und jetzt sind wir wieder bei 1.000 Euro, Digga. Oh mein Gott, Alter. Wenn Leas Geburtstag kein Abriss wird, dann weiß ich auch nicht. Ja, Profis am Werk. Denkst du eigentlich, wir haben ein bisschen übertrieben? Das entspannteste Kochen, was du dir vorstellen kannst. Ich glaube, jetzt sind wir bereit für den krassesten Geburtstag ever. Jetzt wird so krank. Hätte mir jemand gesagt, dass man programmieren lernen muss, um diese scheiß Lichter hier zu machen. Du, man denkt wirklich, das ist so einfach, DJ zu sein, aber es ist komplett Abfuck. Zack, zack, bam. Bam, zack, zack, dann. Heute feiert meine kleine Schwester ihren 18. Geburtstag. Ich werde meinen ersten Auftritt haben. Ich bin richtig aufgeregt. Die ganze Scheiße muss jetzt alles mit in diesen Koffer. Ist das klappt? Ja, schön.
Das soll was werden, Leute. Ich hoffe, dass ich keinen reinfall. Wir haben uns jetzt einen fetten Transporter gemietet und hiermit fahren wir jetzt zu Lea. Leute, wir sind angekommen. Moni ist heute die Gastgeberin. Ja, natürlich. Was haben wir hier für eine krasse Location? Und hier ist dann mein DJ-Pult mit dem wunderschönen, Design. Hast du Angst um dein Haus? Nein, kein bisschen. Project X. Es ist mir so scheißegal. Alles steht. Was sagst du zu dem Setup? I love it. Heute wird reine, ganz reine die Polizei rufen. Ja, ich glaube auch. Yeah! Es ist keiner hier! Ich glaube, Moritz hat sich das auch anders vorgestellt. Das war eine harte Lehre, die ich lernen musste. Wir haben dann aber einen Bierpong-Tisch hingestellt, haben so ein bisschen Action gemacht an der Bühne und dann kamen auch alle. Und dann ging es richtig rund. Hey! Vamos a la playa. Ich glaube, Lea hatte sehr viel Spaß. Und Zoe hat irgendwie nebenher noch eine Vase zerstört. Polizei ist da! Die Polizei hat eigentlich keinen Stress gemacht, nur der Nachbar, der auf einmal reingerannt ist und einfach den Stecker gezogen hat. What the fuck? Das ist ja Schmerz. Leute, ich hab richtig Schiss. Es ist alles schief gegangen bei Leas Geburtstag. Es ist, glaube ich, 4-5 Mal gewesen, dass einfach die Anlage einfach random ausgegangen ist. Diese Verbindung zum PC hat nicht mehr funktioniert. Es war so peinlich, guckt euch an, Leute. Hexe! Ab, nobody is perfect. Dann geht's einfach aus, Digga. Oh, peinlich. Und ich war da so ganz schnell so irgendwie am Kabel irgendwie wieder ran, mache ich das so, scheiße, das kann jetzt nicht wahr sein, das ist der größte Fail. Aber ich hab's dann irgendwie halbwegs wieder schnell hinbekommen, aber jetzt bin ich richtig aufgeregt, wenn mir das passiert. Oh mein Gott, ich habe gerade kranke Nachrichten bekommen. Ich habe meinen ersten offiziellen Auftritt. Es hat sich so krass rumgesprochen, dass wir das gemacht haben, hier mit dem Event. Und die andere Party, die ich gemacht habe, denn ich durfte komplett spontan, weil ich einen DJ gekannt habe, durfte ich auflegen auf einer richtig geilen Influencer-Party. Leute, ihr könnt es nicht glauben, ich habe den DJ gefragt, ob ich vielleicht auflegen kann spontan. Ich übertrage jetzt meine ganze Songs auf irgendeinen Stick. Und dann geht's los, Leute. Ich hab Bock. Oh mein Gott, es läuft langsam, es geht langsam richtig los. Tanzverbot hat sogar getanzt, obwohl eigentlich Tanzverbot ist, ne? Leute, ihr wisst schon. Ich war so aufgeregt, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ne? Der meinte einfach, ja komm, dann leg doch einfach mal den Stick drauf. Kannst hier auflegen. Und ich hab's einfach durchgezogen, ich hab so gezittert, Digga, es war unglaublich. Und jetzt haben wir unseren ersten Auftritt, und zwar nicht nur irgendwo, sondern in einer der größten Gebäuden in Köln. 30. Etage, Riesenparty. Ich bin richtig aufgeregt, ich hab richtig Angst. Ich muss jetzt irgendwie, oh Gott, ich muss es jetzt irgendwie hinbekommen, da aufzulegen, die ganze Nacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es kommen so viele Leute, ich hab richtig Schiss. Wir haben's geschafft, mein erster Auftritt, es ist krank. Aber davor, meine Freunde, gibt es noch zwei Sachen, die ich machen muss. Morgen wird Red Finnel sein Musikvideo mit HBZ. Das heißt, vielleicht kann ich mich da noch so ein bisschen connecten. Vielleicht schaffe ich es doch irgendwie, Screen reinzukommen. Es wird auf jeden Fall richtig krank. Es läuft so blendend. Es läuft perfekt. Das war die beste Idee. Wir sind an der Location angekommen. Wir sind gerade fast von dem Feuerwehrhaus überfahren. Was wird das hier? Finn hat uns hier eingeladen. Was schätzt, wie viele Leute kommen? Ich sage, es kommen 50 Leute vielleicht. Ich sage, es kommen 100. 100? 100 Leute? Okay, verliebt. Warum muss er hier mit 100 km/h herfahren? Wo sind wir hier gelandet, Bruder? Wir waren noch mitten im Aufbau, haben irgendwie einen Pool aufgebaut, wo ein Auto reinkommen soll. Einfach so eine S-Klasse landet heute im Pool. Das sieht aus. Oh nein, nein. Oh. Weil wir auch immer noch heute wird, es wird witzig werden, Leute. Prösterchen, Prösterchen. Die Party ist seit einer Stunde gestartet. Guckt euch das Zelt an, Leute. Es läuft mega. Ja, das Zelt ist auf jeden Fall pompös, sage ich so. Die Party läuft offiziell seit einer Stunde. Hier wird auch mit dem Presslufthammer wieder noch was gemacht. Es sind schon 120 Leute draußen. Ne? Ich weiß, es sind viele Leute draußen, aber es wird richtig Eskalation. Die Türsteher kommen gar nicht mehr klar. Die werden überrannt von den Leuten, weil die wollen alle rein. Wir müssen warten, als anfassen und nicht Video machen. Okay, Freunde, es sind schon angeblich 200 Leute unten, Digga. Ich bin gespannt. Die ersten Leute wurden dann einfach reingelassen, obwohl noch nicht mal die Anlage stand. Let's go, Digga. Die Stimmung ist da. Wir sind richtig gut. Cool, Feuermann, zünd dich an!
dann habe ich aber später mit HBZ einfach die komplette Hütte abgerissen. Das war so geil. Gib mir ein H! Gib mir ein B! Gib mir ein motherfucking Z! HBZ! Wir sind da, das große Finale. Guckt euch das Ding an. Da oben scheine ich jetzt scheinbar nachher aufzulegen. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt, ich habe mich ein bisschen fresh gemacht. Junge, ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Das große Finale, ist mein erster wahrer Gig. Wir mussten dann in die 30. Etage hochfahren und ich war so aufgeregt. Es war einfach wie so ein roter Teppich, es war so ultra hochwertig. Ich dachte so, ach du Scheiße, die Leute das feiern werden, was ich hier spiele. Wir sind angekommen an der Location, das ist absolut geisteskrank. Guckt euch das mal an, die Aussicht. Es war noch ein DJ vor mir da und zerstören, weil ich kenne mich mit den Dingern überhaupt nicht aus. Der hatte so ein Setup dabei, was ich noch nie gesehen habe und ich kannte mich null mit den Knöpfen aus. Das heißt, meine Aufregung war auf dem höchsten Niveau. Ich hatte so Schiss, dass ich irgendwas verkacke. Hier ist ein Setup aufgebaut, was ich überhaupt nicht kenne. Der musste mir dann noch schnell erklären, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Und dann war ich so, ach du Scheiße, hoffentlich wird das irgendwie was. Und dann ging es los mit meinem dummen Intro. I am Barack Obama and this is the best remix I ever heard from Hey Moritz. Und es kam ultra geil an, ich kann es nicht glauben. Ich habe diese ultra hochwertige Veranstaltung einfach zu einem Rave gemacht. Es ist komplett eskaliert irgendwie auch noch auf der Tanzfläche. Ich hab keine Ahnung, was da passiert ist. Vielen, vielen Dank an Dan und an Lisa vom Creator College. Ja, das ist eine Veranstaltung vom Creator College gewesen. Die haben mir das hier ermöglicht. Vielen, vielen, vielen Dank. Es kam super krass an, es war ultra geil. Unvergesslicher Abend. Ich bin durch. I am Barack Obama and this is the best remix I ever heard from Hey Moritz. Und mit diesen Worten würde ich sagen. Oh Gott.